Hallo Ali und herzlich willkommen hinter dem 9. Türchen vom kulinarischen Adventskalender 2015. Ich werde heute ein leckeres Heißgetränk zubereiten. Bei mir gibt es heute heiße Schokolade mit Orangenaroma und Sahnehäubchen. Obendrauf kommt dann noch ein ganz kleines Fitzelchen von einer Schale einer Bio-Orange. Für die heutige heiße Schokolade nehme ich 200 Gramm Vollmilchkuvertüre. Da geht aber auch eine normale Tafel Schokolade, aber es sollten 200 Gramm sein. Dann nehme ich 350 Milliliter Milch, 250 Milliliter Schlagsahne. Dann habe ich hier 3 Esslöffel Zucker, das können auch einer weniger oder einer mehr sein, das ist Geschmackssache. Eine Bio-Orange und mein kleines Werkzeug hier, mit dem werde ich jetzt gleich die Orange bearbeiten, weil ich davon nur die Schale brauche. Wenn ich nachher einige kleine Teilchen davon oben raufpacken will, schneide ich mir die als erstes raus. Die mache ich etwas dicker. So, das reicht mir. Und den Rest schneide ich mir so in ganz kleine Kringelchen. So, und wenn das alles dann gut hier abgeschnippelt ist mit dem Zestenschneider, ja, die Apfelsine lege ich beiseite. Die werde ich nachher schön auspressen und den Saft trinken. Ja, und das werde ich jetzt gleich verarbeiten. Ich mache dann jetzt 100 Milliliter Sahne in den Topf. Ja, das waren 100. Und da gebe ich dann die Orangenschalen dazu. Ja, das Ganze lasse ich jetzt schön ein bisschen ziehen. Natürlich nicht kalt, sondern ich mache die Flamme an. Aber auf ganz kleinen Stellen, nicht dass das anhackt. Oder auch im Wasserbad machen oder eine Simmerplatte unterlegen, wie auch immer. Es darf halt nicht zu heiß werden. Während die Orangenschale in der Sahne auf dem Feuer jetzt ein bisschen angewärmt wird und das Aroma abgeben darf, mache ich mir hier schon mal so ein bisschen die Kuvertüre klein. Die Sahne, die hat jetzt schon so ein bisschen, ja, orangefarbigen Stich angenommen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Riecht auch total lecker nach Orange. Ich habe jetzt hier schon mal meine Simmerplatte unten drunter gestellt und gebe jetzt die Kuvertüre dazu. Ups, da ist ein Stück in den Zucker gesprungen, aber das macht nichts, weil der kommt jetzt auch gleich damit bei. Ja, das Ganze lasse ich jetzt auf der Simmerplatte auf kleiner Flamme ganz vorsichtig schmelzen. Wer also nicht über so eine Simmerplatte verfügt, macht das am besten dann im Wasserbad. Und während das jetzt hier schmilzt, werde ich schon mal die restliche Schlagsahne steif schlagen. Zwischendurch dann auch ruhig immer mal durchrühren, dass ich das alles schön verbinden kann. Und wenn sich das dann alles schön vermengt hat, dann kann auch die Milch damit beigegeben werden. Und das Ganze dann wieder schön durchmischen. Und nochmal gut erhitzen. Ja, es darf auf keinen Fall kochen. Also wie gesagt, im Wasserbad. Oder ständig nebenbei stehen bleiben oder am besten halt mit einer Simmerplatte. Wenn sich dann alles schön verbunden hat und das dann auch schön heiß ist, dann werde ich das Ganze jetzt durch ein Sieb gießen, damit die restlichen Orangenschalen noch aus der Schokolade rauskommen. Und dann werde ich das auch schon in meine vorbereiteten Gefäße hier abfüllen. Das sind jetzt hier Teegläser, die eignen sich hervorragend dafür. So, noch ein bisschen Platz lassen oben für die Sahne. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz leckeres Getränk. Besonders wenn es richtig kalt war, man einen schönen Winterspaziergang gemacht hat, nach Hause kommt. Das kommt immer gut an. So, dann nochmal einen ordentlichen Batzen Sahne oben auf. So, und dann können noch die Orangenschalen damit drauf. Ja, ich mache das jetzt immer unterschiedlich. Einmal die etwas dickeren und einmal die ganz feinen. So, das ist ein bisschen übergelaufen, das passiert. Das kann man dann jetzt so genießen, das ist wirklich ein ganz leckeres Ding. Dieses zarte, weiche Apfelsinenaroma, das passt wirklich hervorragend dazu. Das war mein heutiges kleines Überraschungsrezept hinter dem 9. Türchen. Morgen wird Roli von Roli Backt uns eine kleine Überraschung zeigen. Ich freue mich schon drauf und kann jedem nur raten, dort auch unbedingt mal reinzuschauen. Ja, ich verabschiede mich dann für heute. Genauso wie sich meine Stimme gerade verabschiedet. Ich wünsche weiterhin viel Spaß mit dem kulinarischen Adventskalender. Immer einen guten Appetit und eine wunderbar friedliche, winterlich-weihnachtliche Zeit. Tschüss!
Hallo Ali und herzlich willkommen hinter dem achten, nein, hinter dem neunten Türchen. Mensch, während jetzt also die Sahne und die Apfelsinenschale auf dem Feuer steht und erhitzt wird, werde ich mir hier so ein bisschen die Kuvertüre jetzt schon mal klein machen. Ich könnte die jetzt auch im Stück reingeben, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ich habe aber so einen tollen Blitzhacker hier und dann mache ich es damit auch klein. Das ist ja der Hammer. Für Kräuter geeignet, aber dafür gar nicht.